Auf den Reisfeldern von Nord-Laos beginnt die lange Reise des Khao Kham. Khao Kham, so nennen die Bauern ihren lilafarbenen Reis. Es gibt ihn hier nur an Festtagen. Bunmi Salikeo ist Reisbauer. Vor rund 10 Jahren hörte er zum ersten Mal von Fairtrade. So habe ich angefangen, ein wenig mehr für meine Arbeit zu bekommen. Das hat das Leben meiner Familie etwas verbessert. Aber auch die Umwelt und das Dorf sollen ja von Fairtrade profitieren. Doch in letzter Zeit wachsen die Hürden für den fair gehandelten Reis in Kasi. Sisaliao Svengsuksa ist Chef einer laotischen Fairtrade-Vereinigung und zu Besuch in der Region. Bauer Bunmi zeigt ihm eines der örtlichen Fairtrade-Projekte. Eigentlich sollte hier ein Bewässerungsdamm stehen. Die Idee, die vorhandenen Reisfelder effizienter zu nutzen und so Abholzungen für neue Anbauflächen zu verhindern. Der Damm war aber viel zu klein für die Bedürfnisse von uns Bauern hier. Wir haben ihn eine Zeit lang benutzt, doch jetzt verkommt er. Überhaupt sind viele Dorfbewohner in Kasi der Meinung, dass sie bisher zu wenig vom fair gehandelten Lila-Reis profitieren. Auch für Bauer Bunmi sind die Verkaufszahlen noch immer zu gering. Deshalb widmen sich immer mehr Bauern anderen Geschäften. Chemischer Dünger und Pestizide sind gefragt wie nie zuvor. Bauer Lueng, ein Nachbar von Bunmi, hat sich entschlossen, die Mittel auszuprobieren, obwohl die meisten Fairtrade-Produzenten sie eigentlich ablehnen. Statt fair gehandelten Reis baut er jetzt Mais für Geschäftsleute aus Vietnam an. Seit einigen Jahren werben die Nachbarländer China und Vietnam um die Gunst der Bauern hier. Denn noch gibt es in Laos viel verfügbares Land, das hohe Erträge bringen soll. Für Bauer Lueng ist das ein gutes Angebot. Auf diese Art Mais anzubauen, ist einfach extrem effektiv. Reisanbau mit ökologischen Methoden ist nicht so ertragreich. So verdiene ich jetzt viel mehr. Schnelles Geld gegen nachhaltige Wirkung. Als die Lokalregierung von Kasi nicht genug Geld für ein neues Schuldach hatte, kam die Stunde für Fairtrade-Aktivist Sisalayo. Der fehlende Teil wurde mit Einnahmen aus dem Lila-Reisverkauf finanziert. Aber er sieht auch, das ist den Bauern langfristig nicht genug. Natürlich ist es vor allem ihr beschwerlicher Alltag, der die Bauern beschäftigt. Sie brauchen jetzt Geld und nicht irgendwann in der Zukunft. Aber ich hoffe trotzdem, wenn wir den Fairtrade-Markt in Laos weiter ausbauen können, zeigen die Bauern auch wieder mehr Interesse daran. In der laotischen Hauptstadt Vientiane wird der Lila-Reis weiterverarbeitet. So haben rund 50 Arbeiterinnen auch dort einen Job gefunden. Die Frauen trennen die guten von den unbrauchbaren Reiskörnern. Kein aufregender Job, aber für viele eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Denn die meisten anderen Produkte, wie auch der Mais, verlassen das Land unverarbeitet. Wie viel verdienen Sie denn hier? Ungefähr 70 Euro im Monat. Unwesentlich mehr als ein durchschnittliches Arbeitergehalt in Laos. Fairtrade-Verfechter Sisaliao versucht deshalb unaufhaltsam, neue Absatzmärkte und Anbaugegenden für den Lila-Reis zu finden. Für ihn hat der faire Handel in Laos noch immer großes Potenzial. Wir können mit anderen asiatischen Ländern einfach nicht über Menge und Preis konkurrieren. Sie haben die bessere Infrastruktur, sie haben die Seehäfen. Wir müssen also auf den fairen Handel setzen und uns auf Qualität konzentrieren. Die letzten Handgriffe, bevor der Reis das Land verlässt. Von jedem verkauften Kilo gehen 5 Cent in soziale Projekte, wie zum Beispiel die Schule in Kasi. 20% lila Reis und 80% normaler weißer Reis. Das ist die fertige Mischung. Nach 9000 Kilometern erreicht der Reis schließlich sein Ziel. Ein Fairtrade-Geschäft in Deutschland.
Von den ganzen Schwierigkeiten des Anbaus und der Produktion in Laos wissen hier weder die Verkäufer noch die Kunden. Die erste Idee, wir finden die Leute sehr spannend, einen lila Reis zu haben. Das kennt man nicht aus dem normalen Handel. Wir wollen in erster Linie Qualität verkaufen. Der Kunde soll kaufen, weil es ein gutes Produkt ist. Und zusätzlich natürlich einen guten Preis bezahlen, einen fairen Handel unterstützen. Doch die Verkäufe in Deutschland bringen bisher einfach zu wenig ein, um die Lebensbedingungen der Fairtrade-Bauern in Laos wirklich zu verbessern. Jungkoch Thomas Müller wollte den lila Reis schon immer mal testen. Und ein Versprechen hält seine Kreation auf jeden Fall. Am Ende färbt sich der Reis lila.